So, guten Morgen, ihr Lieben. Ich starte jetzt mal den Vlog an dieser Stelle. Gestern habe ich ein paar Schnipsel gedreht auf einer Veranstaltung von Zing. Ich habe keine Ahnung, wie man den Namen sagt. Die füge ich euch einfach hier mal ein. Heute bin ich auf dem Weg zu einem etwas größeren Fotoshooting. Also es ist jetzt 11.30 Uhr und wir werden erst um 15, 16 Uhr anfangen zu fotografieren. Das heißt viel Vorbereitungszeit, aber ich bin auch nicht alleine, sondern zusammen mit Ella von Ella the Bee und May von Sparkles and Scent ohne S. Und ja, ich gehe jetzt los und lasse mich mal aufwecken, anmalen, Haare machen und keine Ahnung, was mich noch alles erwartet. Und ich nehme euch natürlich mit und bin voll aus der Puste, weil ich so viel Zeugs dabei habe. Ja, bis später. Das habe ich jetzt alles auf dem Gesicht. Das ist der Zwischenstand. Ja. Jetzt kommen noch die Haare. Ne? Und du machst das. Genau. Wir sind jetzt da. So sieht es hier aus. Total spannend. So, wir sind angekommen und haben schon einige Fotos gemacht, warten auf die anderen. Und es gibt wieder ein Tier, wieder ein Vierbeiner. Diesmal heißt der, steht auf dem Band. Zeig ich mal von deiner guten Seite. Ja, weiter geht's. Ist schön, la 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 la. Jetzt gehen wir noch zu Bassano. Als Abschluss des Tages eine Pizza essen. Pizza war lecker, ich bin geschafft. Jetzt geht's dann auch. Erst noch mal kurz einen Computer und dann ab ins Bett, um morgen früh aufzustehen und loszufahren. Aber davon erzähle ich euch morgen. Unterwegs zu einem Event in Frankfurt. Mal schauen, ob da auch die Sonne scheint. Ich würde sagen, ich erzähle euch nachher ein bisschen mehr, weil hier am Band ist so ein bisschen merkwürdig zu vloggen, um ganz ehrlich zu sein. Also, bis später. In Frankfurt angekommen, dann suche ich jetzt mal das Hotel. Ich habe eine gute Wegbeschreibung bekommen. Und ich hoffe, ich werde es finden. Und hier ist auch schönes Wetter. Yay. So, ich bin angekommen im Hotel und wurde super lieb empfangen gleich von dem ganzen My Fashionary Team. Und ich zeige euch mal kurz das Hotelzimmer. Ich bin wirklich auch gerade erst reingekommen. Und zwar sieht das wie folgt aus. Man kommt hier rein, man hier sehr schön eine Ablagefläche. Dann geht es hier rüber ins Bad. Licht. Ah, da muss ich wahrscheinlich erst meine Karte reinstecken. Da bin ich. Guck mal. Und dann ist hier ein richtig cooler Schreibtisch. Ein Stuhl und das Bett mit Blick aus dem Fenster. Und mir wurde gesagt, der Ausblick ist speziell. Mal gucken, was da speziell ist. Ich würde mal sagen, ziemlich genial. So auf die Skyline. Ja, so habe ich mir Frankfurt vorgestellt. Wolkenkratzer und Bank ist doch Frankfurt am Main, oder? Habe ich da irgendwas verpasst? Ich packe mich jetzt erstmal aus
Und dann gehe ich wieder runter und schau, was mich erwartet heute. Vorsichtsstufe. Genau, bis später. So, jetzt nochmal mit Licht das Bad. Wie cool, da kann man sich auf jeden Fall sehr genial schminken, wenn man hier solche Spiegel hat. Und eine Dusche, sehr cool. Einen ganzen Spiegel habe ich jetzt nicht, dass ich euch mal mein Outfit zeigen kann. Ich bin so viel geschichtet, weil ich nicht wusste, was mich wettertechnisch erwartet. Und zwar so ein Jeans-Hemdkleid, ein heller Pullover, so eine Jeans-Jacke und noch mein Mantel und ein Schal und mir tierisch warm und deswegen ziehe ich mich jetzt erstmal aus. So, der erste Stopp ist Stopp. Stopp. Stopp ist Abfüllung. Ja. Und so sieht es hier aus. Man wird herzlich willkommen geheißen. Und ich darf sogar die Geschäftsführerin vorstellen. Bitte schön. Hallo, ich bin die Sabine, ich bin die Geschäftsführerin von Apfelgrün und freue mich, dass Hella heute da ist. Sie hat sich ganz tolle Sachen ausgesucht. Das Kleid von Amo Maîtresse. Das sitzt super schön in der Taille auch. Steht hier wunderbar. Dazu wird sie ein Dreieckstuch tragen, ein gepunktetes. Sie liebt Muster ohne Ende. Und dann kommt noch diese tolle Kombi, eine Marlene-Hose. Mit einem süßen Jäckchen, was hinten eine Kellerfalte hat, was total frech aussieht und eine weiße Bluse. Sehr schön. Viel Spaß. Genau, viel Spaß. Den werde ich haben. Sieht nämlich wirklich alles wunderbar aus. So, und jetzt sind wir schon im Laden Nummer 2. Also, ich bin jetzt bei Coco Loris. Ich mache es jetzt gerade zum zweiten Mal, weil wir die Musik ausschalten müssen. GEMA und so. Und ja, das ist der Kopf dahinter. Hallo, ich bin Claudia. Genau, und ich habe mir was Schickes ausgesucht. Und Claudia sagt euch jetzt mal kurz, was das so ist. Gerne. Wir haben hier einmal ein wunderbares Seidenkleid. Es ist, wie gesagt, reine Seide und bedruckt mit leicht asiatisch angehauchten Blumen in wunderbaren Rosé-Rottönen und dazu eben als etwas schräge Kombi dann eigentlich ein sehr klassischer. Naja, für unsere Frankfurter Kunden schon, weil es ist eigentlich das Schöne daran, es ist ein klassischer Mantel, ein Stehkragenmantel, aber eben durch dieses Rosé und die Kombination mit dem Rot ist es für uns etwas schräg und aber eben auch kreativ. Ja. Sehr schön, das passt doch zu mir. Kreativ ja. Und bunt. Perfekt. Genau. Ja, vielen Dank. Gerne. Das ist jetzt das Taschenparadies. Da gehe ich jetzt mal rein mit euch. Ich habe mir übrigens ehrlich gesagt schon was ausgesucht und die Inhaberin zeigt euch jetzt noch mal kurz, was ich mir genau ausgesucht habe. Panische Vorbereitungen ja. Hier. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen und deinen ich Laden. Ich bin Daniela Damm mit meinem Laden für handgefertigte Taschen in der Falkstraße in Frankfurt-Bockenheim. Sehr schön. Ja. Und dann wolltest du gerne zeigen, was ich mehr Schönes ausgesucht habe, passend zu meinen Sachen. Also warte, diesen großartigen Shopper, ein Lieblingsstück, ein treuer Begleiter, wenn man sich in ihn verliebt hat und ihn bei sich hat. Habe ich schon. Eine tolle große Tasche, die gar nicht groß aussieht, weil sie aus so einem schönen weichen Leder gefertigt ist. Das heißt, wenn man wenig drin hat, ist es sehr nett und man hat so einen schönen weichen Beutel dabei, sehr schön leicht und nett zu tragen. Kann man aber auch enorm voll packen. Der Griff ist längenverstellbar. Das heißt, ich achte auch immer sehr auf Alltagstauglichkeit, weil nur schön reicht nicht. Sehr sympathisch. Und was ich noch sagen kann, die Tasche ist extrem leicht. Also ich habe sie vorhin in die Hand genommen und dachte so, okay, das ist richtig praktisch. Vor allem, wenn man sie dann vollpackt, dann ist die Tasche nicht schon schwer, nur das, was drin ist. Ne? Genau. Sehr dann hänge ich sie dir gleich mal um. Ja. Und so sieht sie dann quer umgehend aus. Halt mal. Dann kann ich das einmal kurz zeigen. Ich habe jetzt natürlich noch meinen Rookie um, aber das wäre die Tasche. Sehr cool. Passt auch zu dem, was ich gerade anhabe. Ach ja.
jetzt einen Moment Pause und genieße den Ausblick auf Frankfurt. Ich bin unter K.O. Und ja, schreibe noch schnell einen Blogpost zu Ende. Ich hoffe, ich schaff's. Ja, und dann geht's nachher weiter zu einer Weinprobe. Aua, jetzt habe ich Krampf im Fuß. Und dann noch ein leckeres Abendessen. Was zu essen wäre jetzt dann, glaube ich, langsam auch nicht schlecht. Ja, also auf an die Arbeit und bis später. Frankfurt, es ist Samstag und jetzt mache ich mich erstmal runter auf den Weg zum Frühstück. Ich werde mir den Bauch vollschlagen mit lecker Essen. Ich bin sehr sicher, dass es hier sehr leckeres Essen gibt. Einmal Frühstücks-Single, oh mein Gott, wie lecker. Und guck mal diese Lampen an. Das war wirklich sehr lecker. Jetzt haben wir noch eine kleine Vorstellung von My Fashionary bekommen, was so das Konzept ist und die Idee von den Gründern. Es war sehr interessant. Und jetzt ist kurz Pause für mich. Die ersten zwei Mädels sind schon beim Schminken gleich unterwegs und wir kleben uns noch ein bisschen an die Fersen vom Kameramann und lassen uns ein paar Tipps und Tricks verraten. Ich bin sehr gespannt, was der mir noch Schönes beibringen kann, weil ich lerne immer gerne dazu. Ich muss noch mal sagen, dass dieses Hotel einfach extrem stylisch ist. Es ist einfach dadurch, dass wirklich fast jeder Stuhl ist maximal, sagen wir mal, dreimal da und es hat irgendwie so ein gewisses Flair dadurch. Es macht echt Spaß. Also da hat sich einrichtungsmäßig jemand wirklich sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Ich erinnere nur an den Ausblick, den ich habe von meinem Bett aus. Wirklich sehr schön und der tolle Stuhl, den ich hier habe. Oh, okay, es geht weiter. Ja, ich mache mich jetzt hoch zum Schminken. Meine Outfits habe ich dabei und ich bin gespannt, was es für ein Make-up gibt. Ja, ich habe vorsichtshalber meine Foundation mitgenommen. Es sieht irgendwie cool aus, wenn ich so die Kamera vor dem Gesicht habe. Sehr, sehr voll. Ah, Stuhl! Ich bin schon bei Outfit 2 und habe ganz vergessen, euch mein erstes Outfit zu zeigen. Ich werde aber jetzt mal die Kamera weggeben, in der Hoffnung, dass da noch ein paar Schnipsel vom Fotoshooting entstehen. Also, auf geht's! Bevor ich das jetzt vergesse, zeige ich euch mal kurz mein Outfit, mein zweites. Das ist einmal so eine Jacke hier oben. Darunter habe ich wunderschöne Ketten an, ein weißes Seidenshirt, was ich vorne in meine Marlenehose reingesteckt habe und hinten hängt das so raus. Genau, weil ich glaube, es ist jetzt gerade doch noch ein bisschen stressig geworden, dass wir alle noch den zweiten Look schoben können. Deswegen düse ich jetzt auch schon gleich wieder runter. Und ich sehe gerade, ich habe noch Klamotten vergessen, die ich noch einstecken muss. Ah! Grüße, schöner Ausblick. Ich gehe jetzt noch mal runter in die Lobby und warte dann, dass ich dahin, das ist glaube ich der Bahnhof, gegangen werde. Keine Ahnung, eigentlich kann man da zu Fuß hingehen, wie ihr seht, ist ja nicht besonders weit. Aber eventuell werden wir auch mit dem Auto gefahren. Es war wirklich, wirklich zwei, anderthalb wundervolle Tage hier. My Fashionary, das ganze Team hat sich wirklich so gut um uns alle gekümmert und das hat einfach Spaß gemacht und war toll und danke. Und jetzt geht's nach Hause.
aber ich bin gleich zu Hause und dann falle ich in mein Bettchen. Wobei ich eigentlich im Zug ganz gut geschlafen habe. Ich war so K.O. Ja, aber Kontaktlinsen müssen jetzt unbedingt raus. Also falls wir uns nicht mehr sehen, schön, dass ihr wieder dabei wart bei diesem tatsächlich mal Vlog wieder. Und ja, bis bald.